ohne dort zu landen. Handelscomputererweiterung. Den Duplex-Scanner noch kaufen. So. Duplex-Scanner installiert. Mineralien-Scanner hätte ich zwar auch gerne, aber den den können wir uns momentan leider nicht leisten. Das ist ein bisschen schade. Das hier ist übrigens der Sinza. Dieser Singularitäts-Zeitverzerrungsantrieb. So, das wäre das. Wir haben unseren Discoverer und man sieht schon, man ist mit dem deutlich schneller unterwegs, wobei wir den hier noch entsprechend aufrüsten müssen. Der ist momentan ja noch relativ langsam. Und ich werde jetzt hier den umbenennen. Das war hier. Und das ist... So, Merkur. So, das ist eine Bezeichnung, die ich jetzt einfach an der Stelle wähle. Ich hatte zwar ursprünglich immer eine andere Bezeichnung für die verschiedenen Schiffe, aber das habe ich jetzt neulich gesehen in einem Let's Play und ich muss sagen, die Bezeichnungs... Geschichte hier, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Besser als das, was ich davor immer verwendet habe. Und ja, wir können jetzt hier unserem Merkur Kommandos geben. Und das erste Kommando wird sein, dass wir in einen Sektor fliegen. Und zwar, wir werden nach Herons Nebel fliegen. Und wir werden hier die Benachrichtigung aktivieren. Das heißt also, sobald das Schiff angekommen ist, werden wir entsprechend Bescheid bekommen. Und selber werden wir jetzt hier mit unserem Discoverer hier ein bisschen das Weltall erkunden. Und wir werden auch hier in den gleichen Sektor fliegen, um ja erstmal hier nach Norden weiter zu fliegen. So, das wäre das. Dann fliegen wir hier direkt, direkt weiter in diesen Sektor. Und ja, wir werden das Ganze einfach ein bisschen erkunden. Ich habe natürlich einen Grund, warum ich hier zuallererst jetzt nach Norden fliege. Und zwar muss ich in die Boronensektoren, weil wir da einen besseren... Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. Eingehende Nachricht. Unser Schiff ist angekommen. Dann schauen wir mal. Erstmal müssen wir hier prüfen, wie die Preise aussehen. Die sehen schlecht aus. Erzminen werden hauptsächlich. Das ist annehmbar. Erzminen werden hauptsächlich. Das ist schlecht. Gut, dann werden wir hier andocken. Andockerlaubnis erteilt. Nein. Autopilot. Quatsch. Autopilot deaktiviert. Ach ja. Ich muss mich wieder noch ein bisschen hier an das ganze Zeug gewöhnen. So, wir werden. Andockerlaubnis hier andocken. Erteilt. Kommando akzeptiert. So. Das wäre das. Wir fliegen hier mal großflächig drumherum, damit wir hier nicht zusammenstoßen mit der Station. So, und dann werden wir, wie gesagt, hier erstmal in den Norden fliegen, um den Boronen einen Besuch abzustatten. Die Boronen haben nämlich was, was ich gerne hätte, und zwar den Triplex-Scanner. Das ist ein besserer Scanner, als wir jetzt hier haben, also besser als der Duplex-Scanner. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil wir so einfach besser den Weltraum erkunden können. Und unser Schiff ist angekommen und dann würde ich sagen, handeln wir mal. Moment. Wo war das?
Irgendwo konnte ich hier direkt auswählen, dass wir handeln wollen. Ja, es ist schon eine Weile her. Oh je. Das gab's doch hier irgendwo. Nein. Moment, lasst mich erstmal in den nächsten Sektor fliegen. Ja, ja. Das geht immer ganz schnell, dass man solche Sachen vergisst. Erreiche System. Energiezirkulum. So, nochmal. War das nicht irgendwo hier? Gut. Ist der angedockt? Ne, der ist doch noch gar nicht angedockt, ha. Warum hab ich dann immer noch die Nachricht? Ach so, das ist die alte... Oh. Und ich suche hier wie verrückt. Und dabei haben wir noch die alte Nachricht. Ja, das ist... Ne. Ja. Ey, nicht so nah. So, schauen wir mal. Da sind wir angekommen. Sehr schön. Da können wir jetzt direkt handeln. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, und dann schauen wir mal. Wir finden das erstmal auf der Sektorkarte und schauen mal hier. Dieser Produktionskomplex stellt Torpedos her. Da können wir das Erz verkaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist... Produktionskomplex Torpedos Alpha. Und dann würde ich sagen, docken wir da auch direkt an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und die Nachricht hier, die machen wir zu. Und wir fliegen weiter. Ich werde mich jetzt hier nicht so extrem darum kümmern, dass wir hier diesen Sektor erforschen. Weil wie gesagt, ich will die Triplex-Scanner kaufen. Ich bin jetzt aktuell leider nicht ganz sicher, wie hoch der Preis für die war. Eingehende Nachricht. Oh. Das ging schnell. Dann handeln wir mal. Erz verkauft. So, das haben wir verkauft. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch was anderes kaufen können. Wie sieht es denn hier aus? Ja, schlecht. Erzminen werden hauptsächlich immer noch schlecht. Erzminen werden hauptsächlich auf kleinen Erzminen werden hauptsächlich auf Siliziumminen werden auf kleinen Asteroiden. Ganz schlecht. Wir werden mal in einen anderen Sektor fliegen. Und zwar hierher. Kommando akzeptiert. So gut, dann werden wir eben doch schnell mal hier ein bisschen erforschen. Siliziummine M Alpha. Achso. Ich sollte auch fliegen. Wenn wir hier am gleichen Platz bleiben, bringt uns das wenig. Schauen wir mal. Wir müssen hier noch ein bisschen weiter erkunden. Da ist nochmal ein Sonnenkraftwerk. Da würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen in die Richtung. Da hinten war nichts mehr. Auto
Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Ich glaube, hier war gar kein Nordtor. Das heißt, hier müssen wir in das Westtor. Drei Welten. Autopilot aktiviert. Das sollte aber kein großes Problem darstellen. Da ist unser Schiff. So. Ja, eigentlich sind wir schon in dem Sektor. Erzminen werden hauptsächlich. Okay, der Preis ist nicht berauschend. Der auch nicht. Moment, das war 85 und das war 81. Siliziumminen. Siliziumminen. Sonnenkraftwerke. 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 Sonnenkraftwerke erzeugen. Erzminen werden. 84 und das war 81, glaube ich. Erzminen werden hauptsächlich. Ja. Okay, Erzmine M Alpha. Erzmine M Alpha. Anlauferlaubnis erteilt. So. Kommando akzeptiert. Und wir werden jetzt hier endlich mal durch dieses Tor durchfliegen. Da findet ein Kampf statt. Wir sind allerdings nicht in Gefahr. Und der Autopilot spielt hier wieder verrückt, deshalb fliegen wir da lieber manuell durch. Ich traue dem da nicht so ganz. Das Problem ist, wenn wir mit dem Ding kollidieren, dann kollidieren wir richtig. Ja, das Raumschiff geht natürlich dabei richtig schön drauf, wie es auch sein sollte. So, halt, wir wollten in den Norden. So. Schauen wir mal. Eingehende Nachricht. Gab es hier auch kein Nordtor? Autopilot deaktiviert. Ja, ich kenne mich nicht mehr wirklich richtig hier aus. Schauen wir mal, was da hinten ist. Während wir hier mal handeln und das Erz kaufen. Erz gekauft. So, das ist eine volle Ladung. Dann schauen wir mal auf der Sektorkarte. Quatsch, nicht auf der Sektorkarte. Wir gehen in die Kommandos und fliegen da nach Herons Nebel. Kommando akzeptiert. So. Autopilot deaktiviert. Quatsch. Jupp, das muss ich noch zumachen. So. Und da ist das Nordtor. Sehr schön. Das ist Königstal, wo wir jetzt hinfliegen. Und ja, lasst euch mal überraschen. Erreiche System Königstal. Das ist Königstal. Autopilot deaktiviert. Wunderbar. Militärische Außenposten. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Und da haben wir den Triplex-Scanner. Militärische Technologien erwerben. Für... Oh, das ist nicht gerade billig. Moment, muss mal kurz schauen. Das... P, okay. Wir haben nicht genug Geld. Schade. Aber das ist kein Problem. Wir erforschen einfach hier ein bisschen diesen Sektor. Und unser Schiff müsste dann bald hoffentlich ankommen. Also unser Mercury
ist er auch schon angekommen. Wir fliegen hier mal in eine ungefährliche Richtung. Und hier würde ich sagen, Sektorkarte, schauen wir mal, ob wir hier unser Erz loswerden. Na, da nicht. Da sowieso nicht, da auch nicht. Moment, wo bin ich? Was, Herons Nebel? Da wollte ich doch gar nicht hin. Mann, Mann, Mann. Wir wollten doch eigentlich nach Argon Prime. Kommando akzeptiert. Ja. Boron Schiffswerft. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige So, wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Wir haben hier... Militärische Außenposten. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können hier fortschrittliche militärische Technologien erwerben. Gut. Wir haben hier eben, wie gesagt, hier unseren Triplex-Scanner, den wir gerne hätten. Außerdem sehen wir hier auch diese erweiterten Satelliten. Die könnten wir auch ganz gut gebrauchen, aber davon haben sie leider keine da. Und, ja, Impulsstrahlenemitter sind ein paar nette Waffen, die wir hier theoretisch installieren könnten. Relativ billig, aber wir brauchen keine Waffen und die sind ja auch nicht wirklich auf Lager. Die normalen Navigationssatelliten haben sie auch nicht auf Lager. Das ist schade. Die wären eigentlich relativ günstig, obwohl wir uns die auch nicht leisten könnten. Ja. Wir haben insgesamt einfach ein bisschen Pech gerade, was unseren Handel angeht, aber das wird sich noch legen. Große orbitale Waffenplattform. Das ist ganz gefährlich, das Ding. Also wenn wir mit dem kämpfen, das kann ordentlich Schaden anrichten. Und das hier sind ein paar richtig nette Schiffe. Orca. Die Orca. Arena. Das hier ist ein... Transportschiff, das ein wenig größer ist als das Argon Mammut. Es kann ebenfalls nicht direkt an eine Raumschiff. Ja, das dauert zu lang. Das ist ein. Also, dieses Boron Arena und auch dieser Mammut, das sind Schiffe, mit denen wir später unsere Raumstationen platzieren können. Ohne die, diese Schiffe werden, kann man keine Raumstationen transportieren. Die kann man allerdings mieten. Man muss also keinen besitzen. Boron Ausrüstungsdock. Schauen wir mal, was gibt's hier. Sind jene Orte im Boron-Territorium, an denen Raumfahrzeuge aus- und aufgerüstet werden können. Ich hätte eigentlich... Na, wir werden mal kurz hier andocken. Andockerlaubnis erteilt. Denn wir brauchen mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Mit 118 Metern pro Sekunde sind wir umgerechnet zwar relativ schnell... könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie viele Kilometer pro Stunde das sind. Andockvorgang erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Triebwerkstuning installiert. So, jetzt dürften wir ein bisschen schneller sein. Immer noch nicht die optimale Geschwindigkeit, also maximale Geschwindigkeit haben wir auf diesem Schiff hier. Wo war das nochmal? Die Argon Discoverer ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der argonischen Flotte relativ neu. Das Schiff ist mit zwei Lasern bewaffnet, leicht. Das ist die maximale Geschwindigkeit, also 346,1 Meter pro Sekunde. Das ist eine relativ nette Geschwindigkeit, muss man sagen. So, wir schauen jetzt aber mal, dass wir hier diesen Sektor weiter erkundet bekommen. Ja, bei dem Spiel muss man sagen, das Spiel ist relativ komplex. Man kann sehr, sehr viele Dinge tun. Und die Sachen sind auch ja, nicht unbedingt so einfach.
Die Steuerung ist nicht so hundertprozentig optimal. Ey. Autopilot deaktiviert. Ja, ja. Die Schiffe sind gefährlich. Da fliegt man gerne mal rein. Irgendwo müsste das Tor sein. Autopilot deaktiviert. Da ist es. Da geht's nach Osten. Also das hier ist einer der nördlichen Sektoren, wo wir auch im Norden kein Portal haben. Und hier kommen wir dann eben weiter. Ja, ich werde... auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass wir hier unser Geschwindigkeitsupdate noch aufs Maximum kriegen. Und wenn wir das haben, können wir mal schauen, dass wir die ein oder andere Mission mal annehmen. Nur, ja, ich hätte dazu schon gerne eine richtig vernünftige Geschwindigkeit. Königliche Handelsstation der Boronen. Man sieht schon, die Boronen sehen, was die Schiffe und die Stationen angeht, anders aus als die Argonen. Eingehende Nachricht. Das Schiff ist angekommen. So, dann schauen wir mal. Können wir hier... Dieser Waffenproduktionskomplex stellt verschiedene... Da ist voll. Dieser Produktionskomplex stellt Ziel für folgende... Ist auch voll. Ja, irgendwie haben wir einfach kein Glück hier. Kommando akzeptiert. Ja, ich muss da nochmal runter. Wir können nämlich nicht wirklich die Sektoren anfliegen, die wir noch nicht erforscht haben. Also müssen wir ein paar Sektoren erforschen. Autopilot aktiviert. Und da unten gibt's noch ein paar Sektoren, die wir dringend erforschen müssen. Denn die sind Erzabnehmer. Unter anderem einer der größten Erzabnehmer, was Sektoren angeht, die es hier im Spiel gibt. Weil da sehr, sehr viele verschiedene Waffen- und Ausrüstungsfabriken und so weiter existieren. Und in dem Sektor können wir... das Zeug dann eben ganz gut immer loswerden. Da gibt es eigentlich immer eine Station, die Erz benötigt. Meist sogar mehrere. Na gut, das werden wir ja noch sehen. Nur dazu müssen wir jetzt erstmal eben hinfliegen. Autopilot deaktiviert. Da hinten ist noch ein Tor, das wir noch nicht entdeckt haben. Das werden wir noch kurz nachholen. So, komm schon. Tor, Wolkenbasis Nordwest. Ja, fliegen wir am besten auch gleich mal da durch. Eingehende Nachricht. Okay. Warten wir noch schnell, bis wir auf der anderen Seite sind, dann können wir auch schon handeln. Erreiche Autopilot deaktiviert. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo unser Zeug loswerden. Diese Fabrik produziert und verkauft die Munition. Röhrenfabriken stellen Quantumröhren. Diese Fabrik produziert und Jo, okay, dann docken wir mal an. Hier an dieser Munitionsfabrik an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Da wird irgendwo geschossen.
Das sind die Yakin. Die Yakin sind eine... Eine Piratenfraktion. Die sind relativ gefährlich. Die haben gute Schiffe. Wenn man sich mit ihnen anlegt...